Hi meine Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Wir beschäftigen uns in diesem Video mal wieder mit dem Bizeps Curl und zwar wir vergleichen mal das Curl mit der SZ-Stange hier an der Squatbank mit dem Curl mit dem Bizeps Voluminizer. Ihr kennt ja diesen Bügel hier, der sich der Körperform anpasst und bei dem man die Möglichkeit hat, eben zum einen einen sehr intensiven, isolierten Reiz auf den Oberarm zu bekommen und zum anderen eben auch die Möglichkeit hat, den Rückdruck zu nutzen und den wieder in den eigenen Körper zu verlagern. Merkt euch die Aussage, die ich gerade gemacht habe. Ich zeige euch jetzt erstmal das klassische Curl hier an der Squatbank. Ich hoffe, in jedem gut sortierten Fitnessstudio gibt es eine Squatbank. Und zwar ist das Wichtige, dass wenn ihr in die Hantel reingreift, dass ihr euch sehr weit nach vorne beugt. Ihr seht schon, ich beuge mich sehr weit nach vorne und versuche, meinen Arm nicht komplett durchzustrecken. In dem Moment, wo ich komplett durchstrecke, ist das Gelenk schutzlos, also leicht angespannt, beuge ich mich nach vorne und hole mir das Gewicht in die Position, in der ich es gerne haben möchte. Jetzt versuche ich, den Rücken gerade zu halten. Das ist natürlich für viele schon gar nicht möglich. Dann seht ihr öfters mal, dass jemand so einen extremen Buckel macht beim Curlen. Das ist natürlich eine Frage der Körperkontrolle, der Koordination und der Haltung. Und aus dieser Position heraus habe ich die Möglichkeit, sehr schön, sehr intensiv und vor allen Dingen konzentriert und sauber zu curlen. So, jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal mit dem Bizeps Voluminizer. Dieser Bügel wird um den Körper rumgelegt, dieses Teil hier hinten in den Nacken hinein. Der Bügel auf Brusthöhe. Ich habe da schon mal was zu gesagt. Ich finde es wesentlich angenehmer, wenn der Bügel so knapp unterhalb der Brust ist. Je nachdem, wie man den Bügel gerne tragen möchte. Arnold Schwarzenegger hat den ja deutlich tiefer getragen. Ich finde das in der Position viel angenehmer. Und jetzt hole ich mir mal ganz kurz das Gewicht hier raus. Jetzt wieder ganz wichtig, Rücken gerade halten, fester Griff und jetzt kann ich ähnlich curlen wie bei der Squatbank. Unterschied ist, dass ich die Möglichkeit habe, einen größeren Rom zu gehen. Unterschied ist auch, dass ich die Möglichkeit habe, den rückwärtigen Druck wieder auf die Körpermitte zu verlagern. Genau dieser Effekt ist überhaupt gar nicht möglich bei der Squatbank. Bei der Squatbank hängst du dich rein, du legst dich rein, dein Oberarm ist gestützt auf dieses Polster hier, aber es ist eben nicht möglich, den gleichen Druck, den du nach hinten aufbaust, wieder vorne auf die Brust zu verlagern. Das ist eine wirklich sehr gute und vor allen Dingen sehr sichere Methode zu trainieren. Für jemanden, der fortgeschritten ist, der auch schon seine ersten Erfolge im Bereich der Armmuskulatur gemacht hat, ist es eine richtig gute Möglichkeit, um den rückwärtigen Druck wieder nach vorne zu nutzen. Ich sage es immer wieder gerne für Profis, für diejenigen, die einfach auf einem hohen Niveau noch weiterkommen wollen, ist der Bizeps Voluminizer eins der besten Trainingsgeräte, was es überhaupt gibt. Für jemanden, der sagt, ich möchte jetzt erstmal irgendwie mit dem Fitnesssport anfangen, ich will jetzt erstmal lernen, wie man trainiert und vielleicht irgendwie mein Körpergewicht von 56 Kilo auf 58 Kilo erhöhen, da ist es natürlich jetzt erstmal nicht das Richtige, weil es geht erstmal natürlich darum, Technik zu lernen, auch erstmal vielleicht sich ein bisschen zu steigern. Und wenn man dann irgendwann an einem Punkt angelangt ist, wo man sagt, ich habe jetzt eine Plateauphase, es geht nicht weiter, aber ich möchte einfach einen dicken Bizeps bekommen. Genau für die Sportler ist natürlich der Bizeps Voluminizer wie gemacht, weil es eben möglich ist, den rückwärtigen Druck wieder nach vorne zu verlagern. Es werden keine Hilfsmuskeln betätigt. Die ganze Kraft kommt aus dem Bizeps. Und wer da nicht anfängt, irgendwelche schwunghaften Bewegungen aus dem Rücken zu machen, ich hoffe, auf die Idee kommt keiner, kann man sich damit eben auch nicht wehtun und eben gerade sehr schön und isoliert den Muskel trainieren, den man sich als Zielmuskel auch gesetzt hat. Alles klar, so viel dazu. Bizeps Voluminizer kennt ihr natürlich aus dem Muskelmacher-Shop. Link und alles andere nochmal unterhalb von diesem Video in der Videobeschreibung. Und alle, die aus den 70ern, 80ern Arnold Schwarzenegger kennen, die kennen natürlich auch die Grundausführung von dem ganzen Ding. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt einigermaßen für jeden verständlich. Viele Grüße, euer Simon.